Oje. Oh, jetzt kommt aber ein Rätsel, oder? Was zum Teufel ist das? Oje, finden wir früh genug raus. Oh nein, jetzt kommt tatsächlich ein Rätsel. Okay, mal sehen, was passiert. Die Statue bewegt sich. Sehen wir mal, wie das funktioniert. Ich glaub's ja nicht. Das ist funktioniert. Bleibt es so? Oh Mist. Die Statue bewegt sich wieder. Ja, aber wo soll sie sich denn hinbewegen? Ich muss jetzt erstmal sehen, wohin die sich überhaupt bewegen soll. Von einer Axt verdroschen zu werden, tut etwas weh. Ach so, die soll sich nicht bewegen. Ach so, wir sollen hinten mal rüberkommen. Okay, dafür zahlst du eindeutig zu wenig. Ja, kannst du da mal weggehen, Alter? Hallo? Ach so, ich muss nur noch hier drauf gehen. Ich muss wieder drehen, das wäre ja ein bisschen ätzend gewesen. Ja, der nächste Schlag, ich teste es. Aber ich glaube, in der Mitte nochmal zurückspringen auf die Plattform war schon nicht verkehrt. Aber vielleicht muss ich dann nochmal zurück. So, jetzt baut er sich auf. Jetzt holt er aus. Locker easy! Whee. Okay, ich glaube, das geil, war's. Sowas ist mal geil, Alter. Das ist zum Beispiel so ein Ding gewesen jetzt. Das habe ich die ganze Zeit beim Hellblade Let's Play gemeint. Ultra geiles Spiel, ultra geile Story, ultra geile Atmosphäre, unfassbar geil. Aber das Gameplay zwischendurch hätte auch mal solche Rätsel vertragen können, in der Art. Hätte vielleicht nicht unbedingt gepasst, so Jump-Rätsel oder sowas. Ja, gut, aber hier gibt es halt Schalterrätsel, Springrätsel, dass du da guckst, ob das optisch vom Winkel her passt und so weiter. Obwohl, das hatten wir auch ohne Ende bei Hellblade. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Auch so mit dem Lichteinfall vielleicht mal ein bisschen. Ja, sowas halt. So, was habe ich denn da für ein Bild gemacht? Sag mal hier. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, das musst du da direkt auf Instagram posten. Achso, übrigens, folgt mir auf Instagram. Unfassbare Werbung, Werbeüberleitung. Oh, verdammt nochmal. Drei Statuen, jetzt mit zwei verschiedenen Symbolen. Ein Stern und ein Ring. Das sind alles Häuser der Sonne. Ganz schön knapp. Was haben die für Licht in der Brust? Was du das, Tony? Tony Stark, hast du das hier aufgebaut? Nein, Spaß. Hör doch auf, direkt first try. Yeah, komm hier rüber. So und nicht anders. Oh nein! Oh Gott, das geht immer weiter. Geil, das macht doch richtig Bock gerade. Und das sage ich selten bei Spielen, wo es irgendwelche Rätsel gibt oder sowas. Boah, das geht aber ganz schön bedrohlich aus. Scheiße. Die Frage ist ja, guck mal, dieser Axttyp hier, dieser blaue, der hat ja zwei Felder vor seine Axt reingerammt, aber eins war ja näher an ihm dran in dem letzten Raum, aber ich frage mich, ob der Stab an sich mich auch weggekloppt hätte, aber wahrscheinlich schon.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir das auch alles merken. Nicht so einfach. Wenn ich da jetzt hinspringe. Fuck, welches Symbol war wer jetzt? Ach, fuck. Jetzt ist vorbei. Jetzt sterbe ich, glaube ich, oder? Machen wir zurück. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Spring! Nein, Mist! Oh Gott! Der letzte jetzt wurde ich zu gierig. Das war die Falle. Ach fuck, jetzt wurde ich zu gierig. Jetzt habe ich so gesehen, dachte ich, oh komm, wenn du ganz schnell drückst, wenn du ganz schnell springen drückst, schaffst du es. Nee, ist eben nicht der Fall. Das hat mir wehgetan. Ich probier's mal jetzt nach vorne springen. Oh, hab den Luftzug gespürt. Hey. Bin ich jetzt safe? Wenn ich jetzt. Jawohl, boah, Alter. Puh. Frische Luft. Und Leute, Zuschauer da draußen, wenn ihr die Videos anguckt, um herauszufinden, wie man das löst, gebt mal wenigstens ein bisschen Credits. Das ist die letzten Jahre immer wieder, ab und zu hat sich dann mal jemand gemeldet, oh danke, ich konnte nicht weiter, ich habe mal bei dir reingeguckt. Ja, gib mal ein bisschen Credits hier, ein bisschen Props, wie man sagen würde, bei den Rappers da draußen. Tod. Es roch nach Tod. So, das war saugeil, das hat echt Spaß gemacht. So, das habe ich mir jetzt aber auch verdient hier. Dann mal los. Das sind wiederum dann so, weißt du, die leichtesten. Warte mal. Kann es sein, dass ich auch die Außenscheibe drehen muss diesmal? Ne, kann es nicht. Moment mal. Ich mach erstmal die anderen. Ich gerade richtig dumm. Ja, ach, jetzt geht's nochmal alle zusammen. Okay, ich dachte nämlich schon. So, das passt außen jetzt. Nicht zu sehen, Shiva. Shiva. Gut, drehen wir das Wasser auf. Wow, was, wenn es diesmal anders ist? Vielleicht kommt Feuer oder so. Du verarschst mich doch. Aber sowas von. Geschafft? Was? Ich bin enttäuscht, dass es kein Feuer ist.
Noch ein Wasserfall. Ja, das macht 2 von 3. Sie haben sich echt ins Zeug gelegt, um den Zahn zu verstecken. Tja, der Stoßzahn war das Symbol der Überlegenheit der Häusler. Er repräsentierte ihren Reichtum und ihre Macht. Eine nette Trophäe für die Perser. Ja. Mein Dad dachte immer, dass der Stoßzahn noch eine größere Bedeutung hätte. Warte. Dein Dad war hinter dem Stoßzahn her? Oh, mein Dad war davon besessen. Er verbrachte Tag und Nacht mit seinen Forschungen. Unser ganzes Geld verschwendet für sinnlose Expeditionen. Kommt mir bekannt vor. Ah. Und was wurde daraus? Keine Ahnung. Er hat mich und meine Mom weggeschickt, meinte, es wäre nicht mehr sicher. Und so gingen wir nach Australien. Und jetzt stehe ich hier, direkt am Rand von Halebid. Irgendwie ziemlich witzig. Und das letzte Fort befindet sich über den Wasserfällen. Das mit dem Dreizack. Okay, Donkey. Das erklärt so einiges. Ja. Fraser klingt nicht besonders indisch. Meine Mutter hieß so. Gehen wir zurück zum Wagen. Abkürzungen sind immer gut. Zum Glück müssen wir nicht den gleichen Weg zurück. Ich hätte dir beim Ausweichen geholfen. So, und jetzt erinnert euch, wo ich gesagt habe, wo wir runterkommen. Da nämlich. Es ist schon wie so ein Ausgang gebaut worden. Ja, Mann, Schlamm catchen hier. Geil. Gar keine Feinde? Wo sind die denn hin eigentlich? Das ist doch die Frage gewesen jetzt. Das bei dem Wasserfeld. Klingt nach einem Plan. So, und weg hier. Dahin ist bestimmt. Dahin ist doch bestimmt ein Schatz da drinnen, oder? Ergibt jetzt mehr Sinn, dass Asaf den Stoßzahn sucht. Ich dachte, es ging ihm ums Geld. So wie uns. Er wird damit die Leute auf seine Seite bringen. Ihn der Regierung vorführen. Genau wie all die Male zuvor. Das ist schon. Einen Moment! Was ist das denn für ein Schlagring? Und wir sprachen gerade worüber? Du sagtest was von Asaf und dem Stoßzahn. Ah ja. Du sagtest, genau wie all die Male zuvor. Das ist schon mal passiert? Oh ja. Seit der junge König gegen die Perser verlor. Jeder wollte ihn und dieses Land für sich beanspruchen. Und ich dachte, dass hier seine ganz normale Schatzsuche. Ist es auch. Sollen Männer wie Asaf darum kämpfen. Nicht unser Problem. Warte, oh, da drüben, in der Klippenwand. Siehst du den Torbogen? Sieht intakt aus. Kommst ja. Du mit? Bewegung tut gut. Wohl wahr. Ladies, unterhaltet euch doch... Was ist das denn? Keine Ahnung. Unterhaltet euch doch weiterhin. Boah. Fraser, hier, schau. Was? Was ist denn? Affen. Du freust dich aber. Ich mag Affen. In dem Gebäude da ist anscheinend was. Ja, Affen. Außer Affen. Ich sehe Hashtag keinen Weg NoFilter. Rüber. Ich auch nicht. Hashtag NoFilter. Wir sind jetzt genau bei den Fragezeichen, ja. Zeig mal die Affenbande hier. Hashtag NoFilter. Da kommen wir aber nicht rüber, oder? Ne, wenn man hier ran abspringt, ne, kommen wir auch nicht. Das schafft man nicht. Das schafft man nicht. Wir müssen da was richtig durch. Was haben wir denn hier? Mal sehen. Das sieht aus wie eine Karte. Bilde ich mir das ein, oder ist das eine Karte? Sieht wie unsere Karte aus. Ah. Das notiere ich mir.